heute Abend. Das war die Gruppe Critical Class. Ich habe sie vorhin schon vorgestellt, ich mache es nachher nochmal, wenn sie wieder spielen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, liebe Protestmenschen. Ich begrüße auch eventuelle Besucher aus dem Nordbahnhof Viertel, die so schwierige Verhältnisse mit ihrem neuen Eigentümer Patricia haben. Mein Name ist Eberhard Böck. Ich wohne in Cannstatt und unterstütze die Initiative Cannstatter gegen Stuttgart 21, die mich gebeten haben, diese Moderation durchzuführen. Ich werde Sie also durch diese Veranstaltung geleiten. Diese Veranstaltung ist die 193. Montagskundgebung mit anschließender Demonstration durch das Nordbahnhofviertel. Die Losung heute: Hände weg vom Rosensteinpark. An dieser Stelle an die Vollstrecker des Rahmenbefehls von Innenminister Gahl, SPD, zur Beobachtung der Gegner von Stuttgart 21. Ich gebe gern meine Steueridentifikationsnummer durch. Das ist 853721398. Ja. Ich bitte gleichzeitig um die Ausweitung dieses Befehls auf die Beobachtung der S21-Betreiber. Und ihre tatsächlich gemeingefährlichen Machenschaften, zum Beispiel eben diese beabsichtigte Abholzung von 110 Bäumen hier am Rande des Rosensteinparks, 150 sollen es am Feuerbacher Bahnhof werden, 35 am Katharinenstift in der Stadt. Nicht aufregen, dies ist dem Fortschritt geschuldet. Ich jedenfalls freue mich, dass wir uns heute auf diesem Platz treffen, weil ich es sinnvoll finde, unsere Montagsdemonstration öfter in die Stadtteile zu tragen oder auch wieder auf den Marktplatz, in die Stadtmitte. Denn es geht um unser Recht auf Stadt. Diese ganze Stadt wird für diese Bahnhofsverunstaltung in Haftung genommen, nicht zuletzt um ihre Parkflächen betrogen, indem man sie zusammenstutzt und uns die Luft zum Atmen nimmt. Heinrich Steinfest durfte am 6. Februar 2012 in der Stuttgarter Zeitung titeln: Können Bäume träumen? In dem Artikel schreibt er unter anderem, Zitat: Sind Bäume Kreaturen? Verdienen sie unser Mitgefühl? Mehr Mitgefühl als Kräne oder Zahnbürsten, die uns ebenfalls Vorteile verschaffen. Keine gute Luft zwar, aber gute Gebäude manchmal und einen guten Atem meistens. Was bei alledem auf der Strecke bleibt, ist die Würde. Wäre ich ein Baum, würde ich sagen, wenn ihr mich töten wollt, tut es, aber gebt nicht vor, dass dies unausweichlich ist und einer besseren Zukunft geschuldet. Zitat Ende. Liebe Leute, da tröstet Bahnsprecher Wolfgang Dietrich aktuell. Nein, nein, nein. Bitte hören Sie zu. Betreffs der Abholzung am Feuerbacher Bahnhof. Die stadtbildprägende Trauerweide am Feuerbacher Bahnhof könnte stehen bleiben. Der mittlere Schlossgarten war offensichtlich nicht stadtbildprägend. Und 6 von den 110 Bäumen hier am Rosensteinpark sollen versetzt werden. Dazu noch einmal Heinrich Steinfest. Zitat: Die geplante oder auch nur behauptete Baumversetzerei, es ging damals um die im Schlossgarten, ist Ausdruck eines Zynismus. Der gleiche Zynismus
der sich daraus ergibt, ein Land zu bombardieren, indem man nachher Krankenhäuser baut. Das ist unser Problem. Wir wollen nicht vollends böse sein. Zitat Ende. Heinrich Steinfest, dieser wunderbare Schreiberling, Buchautor, ihr kennt vielleicht das Buch, wo die Löwen weinen, wird übrigens diese Woche, Samstag, den 19.10. auf dem Schlossplatz sprechen. Die Kundgebung hat den Titel: Nach der Bundestagswahl, der Protest geht weiter. Außerdem Heinrich Steinfest sprechen Joe Bauer, Kolumnist bei den Stuttgarter Nachrichten, kritischer und sprachmächtiger und manchmal wehmütiger Beobachter Stuttgarter Stadtverschandelung, sowie der Kabarettist Arno Fratin, hatte schon mal den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Damit hätte ich jetzt also schon auf den wichtigsten Termin hingewiesen. Diesen Samstag am 19.10., 14.30 Uhr auf dem Schlossplatz. Unsere Aufgabe wäre, kräftig noch einmal für diese Kundgebung zu werben, denn es soll möglichst unübersehbar und wirklich hörbar sein, dass der Protest weitergeht. Ich habe auch den Vorschlag, dass ihr vielleicht eure Transparente nicht immer zur Bühne hin zeigt, sondern nach außen, auf die Straße, dort, wo die Leute vorbeigehen. Heute Abend redet Klaus Gebhardt, Ideengeber für die Behaartschützerbewegung. Er erklärt, für welches Bauwerk die Bäume am Rosensteinpark geschreddert werden sollen. Und Jürgen Hugger erläutert, was ein Oberbürgermeister oder ein Gemeinderat tun könnten gegen diese städtische Grünverminderung. Zunächst aber Christoph Reinstadler zu einem dritten Bürgerbegehren. Bitte.